You gotta relax, man, bleib cool. Ich habe nie viele Freunde gehabt, so. Ich bin schon immer einer, mit dem auch nicht viele klarkommen. Anstrengende Persönlichkeit. So, ich wurde verlassen, weißt du, wie ich meine? Man wollte mich nicht haben. Man fühlt sich so weniger wert irgendwie, weißt du? Wenn keiner euch mag, so. Ihr könnt es trotzdem schaffen, wenn ihr nur selber an euch glaubt, an Gott glaubt und betet und einfach gute Menschen seid, so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und ich... Ja, turn that shit up, turn that shit in, meine lieben Freunde, da sind wir doch, Digga. Bleib cool. You gotta relax, man, bleib cool. Was geht denn ab, Leute? Hä? Seid ihr down oder was? Danke für das Feedback auf jeden Fall. Für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, dass der Lovelock mit einem neuen Release am Start ist, ja? Die würde ich natürlich jetzt mal darauf aufmerksam machen, dass der Lovelock mit einem neuen Release am Start ist, ja? Geht da mal rauf. Oh shit, Elias ist mit einer Subscription am Start. Bruder, ich küsse dein Herz, Digga. Hau mal eine Faust in den Bildschirm rein jetzt. Aber mit voller Wucht rein da jetzt. Da gibt's auch kein Wenn und Aber. Mama kauft schon einen neuen Bildschirm, Bro. Bro. Bro, du kannst echt singen. Dankeschön, Bruder. Du auch. Nicht. Nice zu sehen, dass auch die Ersten aus der Szene supporten. Ja, Mann. Ich habe gestern, was habe ich gemacht gestern so, ne? Ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe gestern einfach mal so 5, 6 Leute aus der Szene angeschrieben, denen ich schon auch Support gegeben habe, für die ich auch Liebe habe teilweise so. Und habe die einfach angeschrieben und habe gesagt, ey Bro, würdest du meinen Trailer teilen? Fragezeichen so. Einfach so. Wie geht's? Alles gut bei dir? Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Und würdest du meinen Trailer teilen? So. Und Sinan G hat mir vorher schon geschrieben gehabt, der war gerade live auf Twitch und hat mir dann bei Insta ein Video geschickt, so, ey Bro, ich bin gerade live und so, wir haben uns gerade ein Video reingezogen, habe ich ihm geantwortet und dann habe ich ihn gefragt, so, Bruder, könntest du noch den Trailer posten? Hat er ja gesagt. Aber er ist auch bis jetzt der Einzige. So. Manuelsen, Flair, ganzen Bros aus Berlin, kein Mucks, aber fuck drauf. Alles cool, Bro. Den einzigen Bro, den ich habe, der ist in Hannover, Bruder. Bruder. Free Gaza. Free Palestine, Bro. Glaub mir, habe deinen Song geteilt, habe auf Facebook, WhatsApp. Ich küsse dein Herz, Bruder. Check nicht, warum die Szene so wenig Liebe ist. Du kennst so viele Rapper, aber fast niemand hat gepusht. Bruder, push it out, man. Bro, was soll ich hier sagen, Dicker? Gestern habe ich auch wieder so ein bisschen drüber nachgedacht. So, Mann, ich bin schon immer einer, der sich durchkämpfen muss. Digga, ich bin auch schon immer einer, der relativ oft alleine war, so. Ich habe nie viele Freunde gehabt, so. Ich bin schon immer einer, mit dem auch nicht viele klarkommen. Anstrengende Persönlichkeit. So, seitdem ich ein kleiner Junge bin, habe ich immer wieder Stress gehabt, so. Das hat in der Schule schon angefangen. Nein, eigentlich hat es schon zu Hause angefangen. Dann in der Schule. Ich war auch immer einer, der immer sehr respektlos war. Immer sehr aufbrausend, aufmüpfig. Aufmerksamkeitsdefizit, Bruder. So, dadurch war ich schon immer mehr oder weniger so ein Allein-Einzelgänger, so ein Alleinkämpfer, so, weißt du so? Und hab schon immer das Gefühl gehabt, und das ist ein bisschen traurig, aber dass ich nicht so gemocht werde, so, weißt du? Ist aber Fakt, das ist schon seitdem ich ein kleiner Junge bin, liegt wahrscheinlich auch daran, weil mein Vater mich verlassen hat, nachdem ich geboren wurde, so. Und es bleibt bei dem Jungen auf jeden Fall drin, so, gerade bei mir, ich denke da ab und zu dran. So, ich wurde verlassen, weißt du, wie ich meine? Man wollte mich nicht haben. Man fühlt sich so weniger wert irgendwie, weißt du? Und das hat sich durchgezogen. Dann mit Hautfarbe, so. Ich war in einem Dorf, wo ich mit meinem Bruder zusammen groß geworden bin. Die einzigen zwei Jungs mit einer anderen Hautfarbe, so. Nicht nur in dem Dorf, sondern auch in der Familie, so, weißt du? Also, meine Mutter ist weiß, mein Oma, Opa sind weiß, Onkel ist weiß, alle sind weiß. Zu meiner schwarzen Familie habe ich keinen Kontakt, so. Da war ich auch ein Einzelgänger, der Einzige, der so ist, wie er ist, sage ich mal so. Weißt du, wie ich meine? Mit meinem Bruder zusammen. Dafür bin ich auch dankbar und froh, dass ich einen Bruder habe, so. Aber dass ihr das versteht, weißt du, wie ich meine? Das hat sich durchgezogen. Dann in der Schule genauso. Bruder, immer wieder Stress gehabt und so durch die Persönlichkeit dann auch. Weil wenn du schon so groß wirst, dann du hast auch eine kleine Störung in der Persönlichkeit dann auch. Identifikationsprobleme, suchst nach Aufmerksamkeit, männliche Vorbilder, dies, das, bla bla bla. Das treibt einen immer mehr dazu, halt speziell zu sein, sage ich mal so. Und dann immer mehr auch anzustoßen so. Bei Lehrern, dann auch im Arbeitsleben, zu Hause, mit Leuten, ganz normalen anderen Schülern und so, weißt du, ich habe immer Stress gehabt, ich habe mich als kleiner Junge schon mit Leuten geschlagen und so, weißt du, ich meine, einfach nur so aus Dummheit so, weil der eine mich mit dem N-Wort beleidigt hat und ich habe ihm dann gesagt, dass er halt fett ist, so, weißt du, ich meine so,
weiß ich noch ganz genau, eine Beispielsituation, dann hat man sich in der Grundschule auf dem Pausenhof geschlagen, wegen das. Weißt du, wie ich meine so? Deswegen, ich bin es gewöhnt, der Underdog zu sein. Ich bin es gewöhnt, alleine zu sein. Deswegen will ich auch eine Stimme für die Leute sein, die sich genauso fühlen. So, und ich weiß, dass es in meiner Community, gerade in meiner Community, dass sich die Leute, die sich auch alleine fühlen, auch zu mir hingezogen fühlen, so, weil die spüren und merken, dass ich früher und immer noch auch so einer bin, weißt du? Und für euch will ich da sein. Für euch will ich zeigen, dass man es auch so schaffen kann. So, ihr braucht niemanden, auch wenn alle euch nicht mögen. Wenn keiner euch mag, so, ihr könnt es trotzdem schaffen, wenn ihr nur selber an euch glaubt, an Gott glaubt und betet und einfach gute Menschen seid, so. Der ist das. Deswegen ist mir auch mittlerweile scheißegal, wer mich supportet und wer nicht, Digga. Ja, es ist traurig, wenn du siehst, du hast jahrelang Leute supportet, eine ganze Szene supportet, Bruder, viel gemacht, in alle Richtungen so. Und wenn du dann, und machst dann selber und dann kommt nichts zurück, dann soll es halt so sein, Bro. Dann hab ich vielleicht irgendwo was falsch gemacht, warum es so sein soll. Ich werde trotzdem niemals aufgeben. Ja, Mann. Aber Bruder, bist doch ein offener Mensch. Ich sehe doch Tulum-Vibes, neue Leute kennenlernen und so. Und du kennst ja auch viele Menschen. So ist nicht. Nee, Bro, nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich so ein Typ bin, der immer alleine ist, den keiner mag und dadurch halt auch keine Freunde hat. Und so. Der ist das nicht, Bruder. Ich will damit einfach nur sagen, dass es auch nicht so wichtig ist, Bruder, dass Leute dich mögen. Weißt du? Es ist einfach nicht so wichtig, Bruder. Es ist wichtig, dass du dich selber magst, dass du dich selber liebst, dass deine Familie dich liebt, dass du deine Familie liebst. So. Alles andere ist am Ende des Tages scheißegal. Natürlich, ich lerne hier jeden Tag neue Leute kennen. So. Aber wie lange sind die Leute danach wieder in meinem Leben? So, weißt du? Und ich habe halt einfach auch so viele Erlebnisse gemacht mit Leuten, Freunden, Brüdern, in Anführungszeichen, so, wo man dann immer gedacht hat, so, ey, weißt du, was ich einfach gemerkt habe? Jeder Mensch würde alles tun, Digga. So, es gibt keinen, der würde das nicht tun, der würde für immer da sein und hier sein und so sein. Nee, Bruder, jeder würde dir alles antun, Digga. Und das ist Fakt, Bruder. Und wenn du das merkst und spürst, dann musst du halt anfangen, mit dir selber klarzukommen, weißt du so? So, dich selbst zu lieben, mit dir zu sein und so dich auch gut zu fühlen, so. Und, ja, der ist das. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen, so. Natürlich gibt es schöne Menschen, natürlich hat man schöne Kontakte, schöne Zeiten mit Menschen und so, aber ich rede vom Ende des Tages. So, Freunde. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt mal ein paar Reaktionen rein. Ich gehe noch mal kurz Pipi machen.